Meine heutigen Gäste sind meine eigenen Mitarbeiterinnen. Zu meiner Rechten Karin Keller, unsere leitende MPA. Sie wird dann selber erzählen, was das heisst. Dann Lydia Blaser, sie ist unsere Leiterin der Administration. Herzlichen Dank, dass ihr zu diesem Gespräch gekommen seid. Okay. Karin, kannst du vielleicht den Zuschauern als erstes mal erklären, was bedeutet das MPA? Genau. Früher hat man MPA als Arztgehilfin benannt und jetzt ist es die medizinische Praxisassistentin. Die Lehre dauert 3 Jahre. Ich habe im Thurgau die Lehre gemacht. Lydia war meine Ausbildnerin. Und da geht man im ersten Lehrjahr 3 Tage in die Schule und 2 Tage ist man in der Praxis. Das ist sehr anspruchsvoll. Ja, und dann gibt es ja den Moment, wo man auch einmal lernen muss, oder? Den Patienten Blut zu nehmen. Wie war das bei dir das erste Mal? Also wenn man den Patienten zum ersten Mal stechen möchte, ist es natürlich so. Also bei mir war es so, ich war nervöser als der Patient selber. Ich glaube, meine Hand war so unruhig, dass es Glück war, dass da wirklich Blut dann auch kam. Im Vorfeld wird natürlich zu Hause geübt, am Küchentisch. Mama, Papa, Geschwister müssen alle mutig sein und hinhalten, damit man da üben kann. Also du könntest ja eine Blutwurst nehmen. Ja, genau. Das ist nicht dasselbe. Nicht ganz. Aber das sind Sprüche, die wir häufig hören von Patienten. Blutwürste, ja. Gut, aber jetzt die Arbeit als Praxisassistentin besteht ja nicht nur im Stechen von Patienten, oder? Es würden ja keine Patienten mehr kommen. Kannst du mal erzählen, was alles zu deinen Aufgaben gehört? Wir haben einen sehr vielseitigen Beruf. Wir haben Empfangarbeiten, Telefon abnehmen, Termine vergeben, auch den Patienten zuhören, wenn sie Beschwerden haben, psychologische Probleme, damit wir da sind. Und ich denke, es ist auch abhängig davon, in welchem Praxis dass man tätig ist. Die Arbeiten in einer gynäkologischen Praxis ist ganz anders als bei einem Kinderarzt oder bei einem Hausarzt. Genau. Ja. Ich habe beide schon in verschiedenen Praxen gearbeitet, in verschiedenen Disziplinen. Ja. Was ist denn der Unterschied hier in einer orthomolekularen integrativen Praxis? Was ist hier anders? Für mich ist es anders. Patienten, die kommen für eine Erkältung, haben in einer schulmedizinischen Praxis sehr häufig gerade etwas gegen den Husten bekommen. Einfach schulmedizinische Medikamente wie Antibiotika. Und hier würde man nicht gerade sofort etwas für schulmedizinische Produkte abgeben, sondern zuerst mal schauen, ob die natürlichen Produkte genauso wirken. Mhm. Das ist für mich so der größte Unterschied mit den schulmedizinischen Medikamenten. Aber auch die Krankheiten, die hier vertreten sind, die sind auch anders? Vor allem Reizdarm haben wir hier, den wir genau anschauen und diagnostizieren, was bei der schulmedizinischen Praxis nicht so häufig ist. Chronische Patienten sind hier vor allem mehr als, oder schauen wir mehr näher an, wie in der schulmedizinischen Praxis. Mhm. Wie erlebst du das? Ich denke, ein großer Unterschied ist auch der Zeitfaktor. Wo wir vorher gearbeitet haben, wurden wir sehr darauf gedrängt, der Patient hat 15 Minuten Zeit, wenn es ein komplexes Anliegen ist, vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde, wenn es hochkommt. Und jetzt bei uns, bei dir hat ein Patient in der Regel 1 Stunde Zeit, wo er wirklich mit dir das besprechen kann, ein Austausch stattfindet. Und am Anfang war das wirklich so, wow, die Leute haben wirklich Zeit, um ihr Anliegen mit dem Arzt zu besprechen. Aber das betrifft ja eigentlich mich. Mhm. Ich nehme mir die Zeit. Also was bedeutet das für euch? Habt ihr da nicht weniger zu tun? Wenn ich 1 Stunde einsetze, dann kommt ja 1 Stunde lang niemand. Das ist natürlich so. Der Patient kommt und dann ist er bei dir und in dieser Zeit ist es dann vielleicht ein bisschen ruhiger. In dieser Zeit haben wir aber mehr als genug zu tun mit administrativen Aufwänden. Telefonate, Büro, E-Mails, was da alles so ansteht. Ich bin ja nicht allein, es sind ja noch Kollegen da. Genau. Ja, wie arbeitet ihr als Team zusammen? Wie viele MPAs arbeiten hier, die du 6 beaufsichtigen musst? Es sind 6 MPAs.
und eine Lehrtochter. Also insgesamt sind wir ein Team von 7 Mitarbeiterinnen. Mhm. Wir haben ein sehr gutes Arbeitsklima. Mhm. Alle verstehen sich sehr gut und wir haben auch nie so Zickenkrieg. Ja, ich denke, wir zeichnen uns ein bisschen auch dadurch aus, dass wir miteinander Mittag essen, wo wir großen Fokus drauf legen, dass wir miteinander an den Tisch sitzen und besprechen, was gerade so anfällt oder einfach die Zeit auch nutzen, um zusammen zu essen und Teambuilding so im kleinen Rahmen zu machen. Jetzt aber in der Ausbildung habt ihr eigentlich die Schulmedizin kennengelernt und jetzt hier ist die Behandlung doch deutlich anders. Mhm. Musstet ihr da noch etwas dazulernen? Das schon, ja. Also ich kam hier hin und eigentlich wussten wir MPS gar nicht so, was das für Produkte sind. Du hast uns sehr gut geschult mit all den Produkten. Oder auch ein anderer Arzt hat uns die Infusionen erklärt. Also wir mussten schon noch einiges lernen. Mhm. Da war aber auch viel Eigeninteresse, dass wir es spannend finden, die natürliche Medizin. Mhm. Ja, das kann ich bestätigen. Am Anfang, als wir hier gestartet haben, hatten wir eine Apotheke voll mit wunderbaren Präparaten und niemand wusste so richtig, was damit anfangen. Aber es hat dann auch zum Einführungskonzept gehört, dass wir bei dir geschult wurden und uns da einfinden durften. Genau. Gut, ich denke, das war mal die Einführung, was eine MPA macht. Und wir bereiten ein zweites Video vor, wo es dann um den Praxisalltag geht. Bleibt dran, schaut das auch an. Bei euch beiden bedanke ich mich herzlich, dass ihr für dieses Interview zur Verfügung gestanden habt. Danke.